herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Schamanendeck. Irgendwas scheint mit unserem Gesicht oben zu sein, weil ich sehe es nicht. Ja, ist gerade recht verwirrend. Eigentlich sollte das angezeigt werden. Aber ich habe jetzt auch gerade keine Chance, hier gerade im OBS nachzugucken, was jetzt genau der Grund ist. Deswegen lasse ich es einfach mal kurz so. Stört jetzt während dieser Runde auch nicht so schlimm. Ihr seht, das Deck ist eigentlich immer noch das gleiche. Wir haben ein ziemliches Nerferdeck. Also wir probieren in die hohen Runden zu kommen und können dann unsere großen Tierchen abspielen. Allerdings hat es auch ein paar kleine Karten drin, die man zur Not spielen kann. Und das können wir beim Paladin nutzen, weil er wird natürlich probieren, seine Karten aus zum Spielen und zum Buffen. Und das sollte sogar recht schnell dann kommen. Fernsicht ist eigentlich eine Karte, obwohl sie legendär ist, mag ich sie nicht besonders. Weil sie eigentlich immer schön, ja, sie bringt eigentlich nie das, was man eigentlich möchte. Sie macht zwar sehr, sehr viel billiger, aber ja, man kriegt nie das. Es ist zu RNG-lastig. Gut, er hat nichts. Deswegen können wir einen Staubteufel spielen. Verbaut uns natürlich in der nächsten Runde hier die Karte. Aber sollten wir nichts haben, können wir trotzdem noch, kann man da eine Münze ausspielen dann? Ich glaube, geht nicht. Melde mich zum Dienst. Okay. Und beide nicht, aber wir münzen. Wir machen den Dreierschaden auf ihn. Und wir spielen 6 schöne Schaden auf ihn los. Also merke, beim Paladin nie was auf dem Deck lassen. Es macht immer noch Ärger. Legt euch nicht mit Zahner an! So, dieses Mal kommt zweimal Ärger für uns. Wir können allerdings nicht direkt spielen. Deswegen schauen wir mal, was wir haben. Wir haben einen. Da er uns eh wegnimmt, würde ich sagen, einmal Schaden auf sie. Und der zweite Schaden geht auf sie. So. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Ein Messerschonklöer. Nicht mit mir. Und spielt ein Gottesschild auf ihn. Really? Dann muss er allerdings unsere Totem wegnehmen. Und macht er auch. Ja, das meine ich halt. Man hat sofort Ärger, wenn man nicht gegen ihn losgeht. Ich könnte erst mal gucken, was für ein Totem. Allerdings finde ich ihn nervig mit den 3 Schaden. Deswegen nehmen wir ihn einfach mal raus, doch mit dem Frosch. Und lassen ihn trotzdem mal noch dran. In Runde 5 können wir dann entweder eine Kombination, je nachdem wie wir es wollen, aus dem Feendrachen spielen. In Zusammenhang mit der Fernsicht oder mit dem Todesröcheln vom Antigolem. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, das spricht eindeutig für den Feendrachen. Weil egal wie wir von den beiden Karten, wir haben wird er sie wegnehmen. Wir schauen aber, ob wir eine Karte in der Hand hätten. Ein Schaden und Schweigen. Na klasse. Damit können wir höchstens ihn wegnehmen. Und bei den anderen bringt es rein gar nichts. Ja gut. Wir spielen unseren schönen Sachen und kassieren leider jetzt ein bisschen Schaden. Sollte er ihn jetzt buffen, würde der natürlich wieder schön für uns sein. Weil wir ihn dann auf einmal direkt zerstören können. Und bufft er ihn um 4-4 hoch? Komm, jeder Paladin hat es drin. Nein, er verbrennt ein Gottesschild.
Gut, wir kriegen ihn trotzdem in der nächsten Runde weg. Weil ich glaube, er hat gerade keine 5 Schaden liegen. Er müsste also seine eigene Klinge noch mitnehmen. Würde aber dann trotzdem 6 Schaden bekommen. Und ich glaube, das ist gerade gegen ihn jetzt hier eine schöne Möglichkeit. Wir haben ihn einfach weg. Er hat hier 4 Schaden liegen. Ja, ich hoffe ja natürlich noch, dass er hierfür irgendeinen Buff verschwendet. Also er muss eine Kombination spielen, entweder aus ihm plus seiner Klinge. Aber was macht er? Er weiß ja auch, dass ich noch einen Frosch da habe. Okay, er macht einen Kartenzug über Dreierschaden. Bufft sie nochmal, damit sie da bleibt. Natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Melde mich zum Dienst. Und spielt nochmal. Es sieht nicht schön aus für uns, muss ich zugeben. Wir haben hier einen Dreierschaden. Wir können ihn direkt wegnehmen. Die zwei einzelnen. Ja, sind leider da. Wir schauen euch mal, was wir für ein Totem bekommen. Wir haben keinen Blitzschlag drin. Macht 2 Schaden. Einmal Schiss. Und hier liegen 3 Schaden. 3 Leben. Das heißt, er müsste jetzt beide opfern, um sie wegzukriegen. Na, er muss einen von ihnen opfern, wenn er mit der Klinge auf uns losgeht. Also auf den Antigolem. Zack. Und dann einen von seinen beiden Gedanken, der weghaut. Gerechtigkeit. Und jetzt kommen die großen Nerven. Naja. Auch nicht so schlimm. Okay, wir bekommen einen Kartenzieher. Das ist schön. Erstmal nehmen wir ihn raus. Dann hauen wir ihn drauf. Und jetzt haben wir noch einen Tank. Ja, einen Heiler ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier auf dem nochmal 2. Und vor allem Heiler ist halt wieder ein schönes Primärtarget. Wird er angreifen. So, auf was geht er? Er spielt auch einen Zweier weg. Melde mich zum Dienst. Legt sich noch einen Adjutanten drauf und legt sich wieder seine Vierer drauf. Er geht ein bisschen zu schnell auf und los. Das macht ihm seine Karten ein bisschen kaputt. Wir haben 9, das heißt, wir können zum einen hier die Karte wegnehmen. Zack. Dann spielen wir hier noch den Staubteufel. Den legen wir hier direkt daneben hin, falls wir noch einen Flammen zum Toten bekommen. Und legen noch ein Tank hin. Ja, das ist schön. Wenn er ihn nicht irgendwie wegkriegt, dann könnten das jetzt wunderschöne, ja, ich kann nicht mit beiden auf ihn losgehen, leider. Ja, er kommt auch nicht an uns ran. Sondern er muss jetzt irgendwas spielen. Lasst mich nachdenken. Ja, das kann jetzt passieren. Wir ziehen so rum hier. Ja. Macht er Buff-Spielchen, oder? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay. Damit ist es jetzt Primär-Target.
Also sehe ich das schön, weil wir hier noch unseren ja, den Nachtdenken dran liegen haben. Er wird dann den Staubhalten wegnehmen. Dankeschön. Und wir können. Ja, wir können nicht alle entkommen, aber zumindest mal viele. Gut, sehr schön. Zuerst nehmen wir seinen Tank weg. Niemand kommt an mir vorbei. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Was kommt weg? Ja, schade. Leider die falschen. Dann hauen wir uns noch ein bisschen Schaden drauf. Elemente, zeigt mir den Weg. So. Und wir haben 6 Schaden. So, nächste Runde können wir hier mit 12 Schaden machen. Das hier sind 16. Oh. Na ja, er hat er auch. Melde mich zum Dienst. Gut, können wir trotzdem noch nutzen. Er hat ja seinen einen schon ausgespielt. Wir spielen den Totem. Sehr schön. Spürt die Macht der Welt. Achter. Dann kommt erstmal er weg. Ich bin unbesiegbar. Und er bekommt Schaden. Und alles wird wie immer schön geheilt. Ja, ist eine starke Front jetzt gegen ihn. Hier liegen 5. Und er gibt auf. Ja, das hat er auch gemerkt mit der Front. Er hat keine Karten. Es würde sich jetzt eigentlich nur noch alles hinziehen. Und ja. Ich habe, glaube ich, nicht mal mein Headset aufgesetzt. Mischt, jetzt habt ihr wahrscheinlich einen doppelten Ton gehört, so ein bisschen Echo. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich höre mir die Aufnahme mal an, wie sie rüberkam. Vielleicht kann man sie ja trotzdem verwenden. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ja, und hoffentlich bringt euch das Deck was. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr noch am Deck an sich verbessern würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann, ciao.